Hallo und herzlich willkommen zu dieser Runde Phasmophobia. Wir konnten in den letzten Streams, aber auch durch Streams gucken und allem drum und dran, viele Erfahrungen sammeln in dem Spiel. Deswegen ging diese Runde sehr, sehr leicht von Hand. Ich hätte gerne noch eine spannende Runde ausgewählt, jedoch war es die einzige, die wir in der jetzigen Stream-Session spielen konnten. Und im Anschluss sind leider die Voice-Server und allgemein die Server ein bisschen abgekackt. Deswegen haben wir die Runde. Jedoch ist sie auch sehr, sehr gut geworden. Es war die erste, deswegen haben wir noch viel miteinander über andere Themen ein bisschen geredet. Also lasst euch davon nicht abschrecken. Aber hauptsächlich haben wir da auch unser Wissen geteilt und vielleicht ist das für den einen oder anderen auch interessant für euch. Deshalb entspannt euch, guckt die Runde und viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Hallo. Servus. And remember to check the whiteboard for help. Ja, das steht mir schönes. Hallo? New Intel. Reports of light switching. Ich hatte gerade irgendwie einen Hänger. Ich auch, okay. Finde einen Raum unter 10 Grad Celsius. Hindern Sie den Geist, Sie heimzusuchen mit einem Kruzifix. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ergebnisse mit dem EMF wieder. Der Geist heißt Elisabeth Martinez. Und scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Okay. Ich habe mal das EMF mitgenommen, eine Taschenlampe und würde Sauber. Noch die Kamera nehmen. Dann nehme ich das Thermometer und natürlich eine starke Taschenlampe. So, der Geist, Elisabeth Martinez. Fotokamera. So. Okay, scheint auf alleinige Leute zu reagieren, ne? Ja, genau. Okay, soll ich nach oben direkt gehen? Du machst unten. Ich wollte nur noch mal kurz den Namen abchecken, okay? So. Dann gehe ich hoch, ja? Alles klar. Elisabeth Martinez war es, ne? Exakt. Alles klar. Elisabeth. Wir sollten zusammen gehen, weil ich ja den Gefrierer habe und du den EMF. Ja, aber die reagiert ja nur auf Personen, die alleine sind. Ja, schon, aber Temperatur nicht und so. Ja, gut, aber EMF schon. Manchmal auch. Und lass mal die Türen auf. Okay. Elisabeth Martinez, bist du da? Elisabeth Martinez. Bist du hier? Ja. Elisabeth, bist du da? Lass uns doch Freunde sein. Töte Akito, nicht mich. Miss Martinez. Können Sie mir ein Zeichen geben? Okay, bisher jetzt ist oben noch alles clear. Und noch. Elisabeth Martinez, sind Sie anwesend? Hast du schon den Stromkasten gefunden, zufällig? Nee, guck ich gerade. Hast du auch irgendwie heute so starke Ruckler? Nee, eigentlich alles in Ordnung. Am Anfang halt lädt's immer ein bisschen länger rein und habe ich manchmal ein Standbild, aber sobald es losgeht, klappt's eigentlich immer. Okay. Ich habe gerade den Stromkasten gefunden. Ist oben wieder in dem Nebenraum des Schlafzimmers. Alles klar. Elisabeth Martinez, bist du da? Elisabeth Martinez. Mann, komm, gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen des guten Willens. Ich wette, die ist irgendwo oben. Ja, sie ist oben, im Schlafzimmer. EMF Stufe 2 gehabt und sie macht... Okay, ich muss ein Foto von der machen, wo ist er? Hier?
Hier war die eben drin. Elizabeth Martinez. Pass auf, ich lege mal, mach hier mal die Türe zu. Ich platziere mal die Kamera und lass dir das EMF hier. Wegen Orbs. Genau. Ja, mach das EMF einfach an und werf das auf den Boden mit G, dann funktioniert das auch einfach so. Ja, habe ich vor. Ich stell mal, wie stelle ich die Kamera hin? Wir haben Temperaturen von 8 Grad, aber keine Gefriertemperaturen bis jetzt. Ja, 5, 6 Grad, keine Gefriertemperatur leider. Guck mal, ich habe dir neben hier das EMF hingelegt. Perfekt, danke dir. Dann gehe ich eben runter und guck im Van. Mach das. Oh, die spielen Nosferatu. Hast du mit dem Licht gewackelt? Nein, das meine ich ja. Die spielen Nosferatu mit uns. Ah, okay. Nosferatu! Ach. Ups, ich muss funken, sorry. Kein Problem. So, ich bin jetzt im Wagen. Und gucke jetzt an der Kamera mal. Kannst mal die Lichter ausmachen und die Türe zu? Sekunde, das mache ich gleich kurz bevor ich gehe, weil ich will noch erstmal ein Foto von der machen. Ja, du kannst ja mit der reden währenddessen und trotzdem, wenn ich sie ja durch die Kamera sehe, kann ich dir sagen, mach ein Foto. Ja, aber ich muss auch schon in ihre Richtung gucken, das ist ja egal. Nur so lange, vielleicht sehe ich ja gar keine Orbs direkt. Ich sehe aber auch keine Orbs. Okay. Also Orbs sehe ich gerade nicht. Ich nehme mal das Buch mit und die Ghostbox. Vorsicht, Stufe 9, jetzt auf Stufe 0 wieder gesunken. Ich komme rein. Hallo. Kannst du mit mir sprechen? Möchtest du mit mir sprechen? Sprich mit mir. Hallo. Hi. Ich bin der Crazy. Und du? Also, ich bin öfters hier. Steps hier. Die hat die Tür aufgemacht. So Faxen macht die ganze Zeit, aber die zeigt sich nicht. Elizabeth Martinez. Sechs Grad, ne, Gefriertemperaturen kriegen wir beide nicht. Okay, kann das sein, dass die vielleicht doch nicht in dem Raum ist, sondern unter uns? Glaube ich nicht, sonst hätten wir hier nicht 4, 5 Grad oder so. Okay. Aber man kann mal natürlich gucken. Schreib ins Buch. Okay, Elizabeth Martinez, wir lassen dich jetzt alleine. Ich lass dich ehrlich hier alleine. Geh weg da. Lass mich hier raus. Schreib
schreibe ins Buch. Tschüss. Alter, die Futter hat mich angehaucht. Die hat Mundgeruch. Akito? Mich auch. Ja, mich hat's auch angehaucht. Okay. Hat sie ins Buch geschrieben? Nee, die scheint nicht mit Büchern zu interagieren. Ey, aber womit soll sie sonst interagieren? Wir haben keinen EMF-Stufe-Dingens. Die Ghostbox macht nix. Wir haben keine Orbs. Und Gefriertemperaturen kann ich hier leider auch nicht feststellen. 5 Grad ist keine Gefriertemperatur. Nee, auf keinen Fall. Was kann die machen? Ich komme erstmal eben wieder runter. Mach das. Ich komme mal zu dir. Fingerabdrücke können wir noch gucken. UV-Lampe mitnehmen. Nimm mal die UV-Lampe mit. Mach ich. Und dann bleib du mal im Auto und guck du noch mal durch die Kamera ein bisschen. Okay. Ich werde jetzt so sterben, aber egal. Nein, nimm die Sanity-Pill mit, wenn du Schiss hast, aber du hast noch einen stabilen Ding von 77%. Ja. Und notfalls rennst du einfach raus und dann frisst du eine Packung Pillen. Dann ist alles wieder gut. Ah jo, ich habe ja noch einen Bewegungssensor. Den werde ich gleich mal anbringen. Erstmal gucke ich jetzt. Komm mit der Fotokamera hier hin. Fingerabdrücke. Warum? Mach ein Foto davon, das gibt Geld. Oh, okay. Ich muss hier aber raus. Das haben wir nicht als Mission. Gibt das immer Geld? Auch ja, wenn ja, Mission ja, hat? Ja, ja. Auch wenn du eine Leiche fotografierst von einem Teammitglied. Knochen und so, ja, das kenne ich auch, ja. Okay, warte. Komm bitte. Mach da Licht wieder an. Alter. Wenn wir zusammen gehen, sind wir sicher, komm. Ja. Du musst aber dafür deine Taschenlampe gleich mal ausmachen, damit du die siehst. Ja, mach ich gleich. Warte mal, ich mach mal ganz kurz hier den Bewegungssensor fest. Sie hat ins Buch geschrieben. Oh, das ist gut. Ein erster Indiz. Ja. Oh, oh. Junge, sie hat auch hier das Ding ausgemacht. Nee, das war nur der Lichtschalter. Oh. Junge. Okay, warte. Erstmal eintragen, schnell. Ich trage das mal ganz schnell ein. Können wir das nicht draußen machen? Mach einfach ein Foto von. Für den Kick. Geil ist der Buch. Okay, ich mache ein Foto jetzt. Da, wo ist er? Oh nein, das ist nicht gut. Mach das scheiß Licht an. Da ist er. Ich habe ein Foto von der gemacht. Mach das Licht an, du musst das Licht anmachen. Die stand da in der Ecke, Alter. Die Verrückte. Ist sie weg? Nico, ist sie da? Weg? Ja. Die stand da in der Ecke, ich habe ein Foto von der. Junge, hör auf so dumm rumzuschreien. Du erschreckst mich mehr als der Geist. Hier, du erschreckst mach mich da ein Foto von dem. Okay. So. Nice, okay. Oh. So, jetzt können wir raus hier erstmal. Schnell Sanity-Pillen nehmen, weil ich wette, das ging richtig auf Sanity. Ich habe die übertrieben angeglotzt die ganze Zeit und ein Bild von der gemacht und dann gemütlich das Licht angemacht. Ja, ich habe mir die Augen zugehalten und habe mich in die Ecke gestellt. Warum ist das auf einmal so schlimm für mich? Was ist da los? Nein! Alter, ich hatte in den ersten Runden hatte ich doch nicht so eine Doch, hatte ich auch, aber... Alter. Ging, also ich habe dich noch nie so AFK in der Ecke gesehen. Ja, da warst du, da haben wir uns ja auch getrennt gehabt. So, wir haben Fingerabdrücke und wir haben Dingens, ne? Oh, Sanity 69 bei dir, 68 bei mir, 79. Ja, ich nehme einfach mal meine Packung Pillen schon mal. Fingerabdrücke. Safety first.
Geisterbuch. Hallo? Hier ist jetzt aber kein Geist. Hallo? Hi, nein, ich bin am Eintragen. Oh, sorry. Geisterbuch und Fingerabdruck. Okay, Geisterkugeln kann es nicht sein. Spirit? Also Orbs kann es nicht werden. Revenant oder Spirit nur? Das heißt, wir müssen entweder EMF feststellen oder... Oder Geisterbox. EMF oder Geisterbox muss noch triggern. Okay. Eins von beiden. Dann ist es EMF zu 100%, weil die Geisterbox hat die ganze Zeit nichts gemacht und ich hatte die ganze Zeit dabei. Und das EMF war da drin. EMF ja auch nicht. Aber das hat die ganze Zeit gerade durchgehend gepiept und vielleicht, weil wir nicht drauf geachtet haben, war das 5. Ja gut, bricht ja jetzt keinen Zacken aus der Krone, wenn ich sicherheitshalber einfach nochmal die Geisterbox mitnehme. Ja. Ich würd dir wirklich empfehlen, dir die Pillen reinzuböllern, ne? Safety first. Ach, ich bin sind noch zwar nur 30%. Schon, aber wir brauchen ja nur noch eine Indiz. Nimm mal Salz mit. La, 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 la. Auf jeden Fall eine spannende Runde wieder. Ihr macht mir ins Höschen. What the fuck? Mach die Tür auf. Fuck. Ja. Das warst du, oder? Ja, ich hab dich verarscht. Du kleines Stück Scheiße. Ich hasse ihn. Das ist nicht witzig. Einmal ist keine. Davon kann mein Herz stehen bleiben und ich kann sterben. Ja, okay. Das ist nicht witzig, wenn du sowas sagst. Aber das ist die Wahrheit. Elizabeth Martinez, kannst du mich hören? Ich lass dich alleine. Wie alt bist du? Wo bist du? Weil die reagiert hier nur auf Alleinpersonen. Okay, warte, ich muss die Tür hier aber aufhaben. Boah, Alter, hier ist ganz schön Schockluft da drin. Wo soll ich dir das EMF-Ding hin tun, damit du das ja auch noch sehen kannst? Hier? Auf dem Schreibtisch. Oder ja, da geht auch. Okay. Nee, da ist gut. Dann lass ich dich mal allein. Okay. Elizabeth Martinez, kannst du mich hören? Wir verpissen uns jetzt. Wo bist du? Elizabeth Martinez. Ich geh gucken, wegen Ausschlag und so. Ob es Stufe 10 wird und so. Mach das, ich hab auch einen Bewegungsmelder. Sag mir, wenn der Bewegungsmelder triggert, das siehst du auf der Karte. Okay, mach ich. Stufe ist gerade 0, also alles ruhig. Ja, Geisterbox ist es, glaube ich, wirklich nicht mehr. Weg mit dem Ding. Ich werde das jetzt einfach mal hin. Stufe 2? Ja, die spielt auch Nosferatu mit mir. Scheiße, ey. Okay, ich nehme jetzt mal das EMF-Ding einfach in die Hand. Wird der graue Balken von dem Bewegungsmelder dann eine andere Farbe oder wie sieht's aus? Ja genau, der blinkt dann und dann kommt auch so ein Geräusch. Okay. So ein Piep, Piep, Piep. So, ist wieder auf 0. Bring sie mal richtig auf die Palme. Deine Sanity liegt bei 94. Alles klar, mach ich. Uff. Das ist spannend, Jungs und Mädels. Stufe 4 jetzt. Stufe 5. EMF 5, ich komm raus. Okay, komm EMF raus. 5, trag ein. Bewegungsmelder. Bewegungsmelder. Komm rein. Ja, perfekt. Ich bin draußen. Ich bin sicher, es ist EMF 5. Wir haben okay. Alle Indizien. Wir haben alles. Außer einen Auftrag. Sehr geil. Einen Auftrag noch nicht. Ja gut, wir haben auch kein Kruzifix dabei. Da können wir nichts machen. Aber sehr nice. Also haben wir das alles rausgeholt, was wir rausholen konnten. Sehr schön. Gute erste Runde. Genau. Ja, dann gucken wir jetzt mal noch kurz bei mir ein. Moment. Genau. EMF 5.
und Revenant. Hast du eingetragen auch? Ja, warte mal kurz. Guck dir die Bilder erstmal okay. an. Fingerabdrücke. Die sehe ich gar nicht auf dem Bild. Lul. Ja, das ist doch die Tusse auf dem unteren Bild. Auf dem unteren Bild sehe ich einen blauen Himmel. Hä? Du hast 3 Bilder gemacht. Fingerabdrücke, Geist. Und dann nochmal Fingerabdrücke. Beim zweiten Mal Fingerabdrücke sehe ich die Fingerabdrücke, wo Fingerabdrücke beim draufsteht. Beim ersten Mal stehst du rum und beim anderen der Geist. Ich sehe da einfach nur einen Himmel. Ich schwör's dir. Lol, verbuggt. Alter, guck mal, hörst du die ganze Zeit das Död? Scheiß Bewegungsmelder. Ja, die rennt da immer noch rum. Die sucht uns. Die sucht uns. Elisabeth, ja. Du kleine blöde Kuh, wir sind weg. Ah, du kannst uns nichts anhaben, Elisabeth Martinez. Ich hoffe, du hast alles eingetragen. Alle in Dienstchen und den Namen des Geistes. Ja, hab ich. Gut. Ja, ich geh dir damit extra auf den Sack, weil das ist dein Geld. Ja. Welcome back. There's some jobs ready for you. Sehr schön. Erste Runde gemeistert mit 10, genau. Alter, siehst du, die Fotos haben 20 gebracht.